Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine ganz besondere Karte, eine ganz andere Karte. Die habe ich mir ausgedacht und wie die funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Und ja, ich glaube, man sieht sogar schon gleich von vornherein, diese Karte hat wirklich mal ein ganz anderes Format. Wenn ihr da ganz viel Text unterbringen möchtet, dann könntet ihr diesen Bereich zum Beispiel auch größer machen. Aber ich fand es sehr schön, dass man hier diese Mohnblüten noch so wunderschön rauszieht und habe den deswegen so gestaltet. Man kann hier unten dann auf jeden Fall noch was hinschreiben und natürlich auch oben hin. Ich meine, wenn man da ein bisschen Text hat, das macht ja nichts. Aber das ist mal eine ganz andere Kartenform und ja, hier so wunderschön kolorierte Blüten, also so richtig sommerliche Karte eigentlich mit so einem schönen Sommerblütenwiese. Sind jetzt nicht unbedingt nur noch Mohnblüten, aber man könnte es natürlich auch komplett rot kolorieren oder wie es einem eben gefällt. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, wie immer halte ich euch das Material kurz hier rein mit den Bestellnummern. Wir haben einmal Farbkarton in Sahara-Sand mit der Bestellnummer, Farbkarton in Savanne und Farbkarton in Flüsterweiß, wo ich für die Karte jetzt benutzt habe. Und von den Maßen braucht ihr ein Stück Savanne, das ist meine Grundkarte, das hat das ganz normale Maß 21 cm x 14 cm in der Höhe und ist gefalzt bei 10,5 cm. Das schneiden wir uns gleich zu. Dann habe ich ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 13,4 x 10 cm, mal ein bisschen anders als sonst. Und ein Stück Sahara-Sand in dem Maß 13,1 x 9,7 cm. Und ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier auf die Rückseite schon mal ein bisschen embossed, diese wunderschöne Blüte aus dem Stempelset, mit dem wir heute arbeiten. Und auch einen Text habe ich schon embossed. Ihr seht jetzt hier mal den Unterschied, hier ist es nur gestempelt und hier ist es embossed. Das glänzt einfach noch ein bisschen mehr. Und zwar kann man im Prinzip in jeder Farbe, die man als Stempelfarbe hat, auch embossen. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch auch nochmal in diesem Video heute. Ich nehme auch die embossede Version, hier habe ich es nochmal gemacht. Ich habe da ein bisschen rumgespielt. Okay. Und genau, dann legen wir jetzt einfach mal los. An sonstigem Material benutze ich heute einmal die Stanzformen herzlich bestickt und die bestickten Etiketten. Da nehme ich mir immer eine Stanzform raus. Ihr könnt ja gucken, was ihr habt oder vielleicht habt ihr die ja auch. Und natürlich die Painted Poppies, diese wunderschönen Mohnblüten. Und da brauche ich heute nur das Stempelset. Da gibt es ja auch Stanzformen dazu, aber ich benutze eben das Stempelset und habe mir einmal diese Blüte, wie gesagt, schon mal aufgestempelt und embossed und wir machen das gleiche jetzt aber nochmal mit diesen Blüten hier. Und dann legen wir mal los. Als erstes fangen wir an mit unserer Grundkarte. Die hat ja irgendwie ein ganz anderes Format, mehr oder weniger. Und die schneide ich mir jetzt ein bisschen ein. Dazu brauche ich meinen Papierschneider. Und ich habe die Karte, ja, hat dieses Format, so klappe ich die auf. Jetzt klappe ich sie wieder zu, drehe sie mir so rum und lege sie mir so rum wieder auf. So, das ist meine Rückseite und das ist meine Vorderseite. Und das Ganze lege ich mir jetzt hier, ups, ich muss mal ins Bild, bei 6,5 cm an. Und jetzt schiebe ich es noch ein bisschen hoch, dass ihr das auch seht. Also ich lasse das hier liegen, schön bei 6,5 cm auf dieser Seite und schneide mir jetzt nur diesen Bereich hier unten bis zu meiner Faltlinienüberkreuzung quasi. Das ist mit dem neuen Papierschneider, muss ich da noch ein bisschen üben. Das habe ich noch nicht so im Blick. Aber es hat gut geklappt. Ich habe mir jetzt also nur diesen Bereich hier eingeschnitten bis zu dieser Falzlinie. Das sind jetzt 6,5 cm. Und wie gesagt, wenn ihr das anders haben wollt, ihr könntet jetzt zum Beispiel auch die Karte so rumdrehen und dieses Breitere dann unten hin haben, machen. Je nachdem, wie ihr die Karte gestalten wolltet. Ich fand das jetzt in diesem Maß ganz schön so. Das ist, für mich schaut es irgendwie gut aus so. Ich weiß nicht, das hat so ein Gefühl gemacht. Genau, und die lange Seite, die können wir uns jetzt auch einfach einkürzen. Dann nehme ich mir jetzt meinen kleinen Papierschneider, meinen Hebelschneider, weil ich ja hier schon diese Falz drinnen habe. Und das ist immer ein bisschen cooler dann mit der Klinge. Klinge muss man da nicht aufpassen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das richtige Teil abschneide. Machen wir es mal so rum. Also das Breitere muss ich wegschneiden. Das lege ich mir jetzt bei 10,5 an. Und dann erwische ich das auch super. Also dieser Papierhebeschneider, der ist einfach total klasse. Den benutze ich unheimlich gerne. Ich habe damit ganz, ganz viele Fotos schon geschnitten. Und der ist einfach total cool.
Aber den könnt ihr nur bekommen im Moment. Vielleicht gibt es ihn ja irgendwann zu kaufen, wenn ihr in der Celebration-Zeit jetzt von Januar bis März 2020 einsteigt als Stampin'Up!-Demonstrator. Da gibt es den gratis mit dazu. Okay, dann machen wir mal weiter. Als nächstes nehme ich mir die Big Shot schon mal zur Hand und nehme mir aus den Herzlich bestickt. Da ist so ein langer... so eine Kante dabei, so eine Wellenkante mit so einer Bestickung. Und das fand ich total schön und das werden wir jetzt uns erstmal ausstanzen. Dazu lege ich mir das hier so schön an. Und ich klebe mir das auch gleich mit einem Post-it fest, damit mir das nicht verrutscht, wenn ich das jetzt gleich durchkurbel. Vielleicht sollte ich vorher das Papier gerade reinlegen, das wäre ganz gut. So, das Papier schön gerade reinlegen. Anlegen und ankleben, dass das schön dran bleibt. Und dann einmal durchkurbeln. Und jetzt seht ihr das hier, hat mir das richtig schön ausgestanzt und ich habe hier so eine richtig schöne Kante, die auch noch bestickt ist. Also das sieht richtig toll aus. Das können wir uns jetzt hier einfach mit der Schere abschneiden und dann ist das richtig schön. Macht nochmal so einen kleinen Spezialeffekt, finde ich. Und was ich natürlich schon hergerichtet habe, ist mein Embossenspruch. Der Spruch ist übrigens auch aus einem Celebration-Artikel und zwar aus dem blumigen Überraschungsstempelset. Und ich finde, das ist eine total schöne Schrift, die da drin ist. Also hier ist der herzlichen Glückwunsch. Und es sind auch sehr schöne Sprüche. Vielen Dank. Natürlich die Blüten, die sind ganz toll. Und auch dieser Spruch, ich bin immer wieder verblüfft, aber nie überrascht davon, wie lieb du bist, finde ich auch sehr süß. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Set. Und das stanze ich mir jetzt auch noch aus. Und zwar mit diesen bestickten Etiketten. Da ist ja dieses ganz tolle, schmalere Etikett drin. Mit dieser Bestickung natürlich auch wieder, sagt ja der Name schon. Und das kurbel ich mir auch einmal noch eben durch. So, als nächstes stempeln und embossen wir. Wenn ihr die Karte natürlich von Anfang an bastelt, dann werdet ihr als erstes stempeln und embossen, bevor ihr euch die Sachen ausstanzt, weil dann könnt ihr das alles so machen wie ich jetzt. Ich habe es halt schon hergerichtet gehabt. Aber ich habe ja schon ein bisschen was hergerichtet und deswegen habe ich jetzt mit dem Stanzen begonnen. Und ich nehme jetzt einfach noch ein Schmierpapier unten drunter und fange jetzt an, wie immer beim Embossen, erstmal mit dem Embossing-Buddy. Da gehe ich jetzt übers Papier, damit da keine Fingerabdrücke mehr drauf sind, die statische Aufladung genommen wird und vor allem, dass halt mein Pulver da schön hebt, an den Stellen, wo ich es haben möchte. Dann benutze ich die Versamark-Tinte, mein Stempel. Und ich möchte jetzt in einer Farbe embossen. Ich gehe jetzt zuerst mit der Versamark-Tinte darüber. Und mit meiner Stempelfarbe, das ist Savanne. Wo ist es denn hier? Savanne. Gehe ich jetzt ein zweites Mal drüber. Das heißt, diese flüssige Stempeltinte bleibt einfach auf dem Stempel und ich gehe jetzt in mein Stempelkissen rein. In mein Savannefarbenes. Nehme jetzt hier die Farbe auf und stempel das mir jetzt hier schön ab. Ich bleibe auch ein paar Sekunden drauf, dass die Farbe schön ins Papier einziehen kann. Und dann mache ich das Gleiche nochmal. Ich stempel mir das jetzt ein paar Mal ab, dass da nichts mehr drauf ist. Und gehe eben nochmal mit dem Versamark drüber. Und dann nochmal mit meiner Stempelfarbe. Da bin ich jetzt ganz schön arg reingekommen. Ich muss jetzt vorsichtig abstempeln. Und stempel mir jetzt hier eigentlich nur noch den Teilabdruck da drauf. Also der passt nicht zweimal komplett dahin, sondern der schließt dann hier so an. Ich hätte es am liebsten noch ein bisschen weiter rüber gemacht, aber das macht nichts. So ist es eben auch schön. Genau. Jetzt haben wir hier quasi den Stempelabdruck, aber der ist ein bisschen feuchter durch die Versamark-Tinte, die unterhalb der Stempelfarbe ist. Und deswegen kann ich mir jetzt in jeder Farbe das embossen sozusagen. Ich nehme jetzt einfach das Emboss-Prägepulver in klar, also in durchsichtig, gebe mir da mein Pulver drüber und erhitzt das Ganze dann gleich, dass es so schön schmilzt. Dann kann man das nämlich perfekt kolorieren.
Und ihr könnt da, wenn ihr jetzt zum Beispiel das nicht in Saharasand machen wollt, sondern in irgendeiner anderen Farbe oder in Savanne, ich habe jetzt Savanne benutzt, dann könnt ihr das in jeder anderen Stempelfarbe machen. So könnt ihr also mit jeder Farbe, jeder Stempelfarbe, die ihr im Regal habt und dem klarsichtigen Embossing-Pulver, jede Farbe embossen, auch wenn ihr nicht das passende Prägepulver dafür hättet. Also man kann ja in Gold embossen, wenn man das Pulver in Gold hat oder so. Aber wie gesagt, in Savanne haben wir jetzt kein Pulver, deswegen machen wir das so und erzielen damit den gleichen Effekt. Dann wird das Ganze mit dem Erhitzungsgerät einfach geschmolzen und dann seht ihr gleich, wie schön das dann aussieht. Wenn man es live vor sich hat, dann sieht man es ein bisschen schöner als jetzt in der Kamera. Ich hoffe, ihr seht diesen Schimmer, der da drüber geht. Also das ist, macht sich wirklich total gut und ich finde, es ist wunderschön. Okay, und gleich bauen wir die Karte zusammen. Ich habe euch mit den Mohnblüten auch schon zwei andere Karten gezeigt und da habe ich auch diese Mohnblüten in den Hintergrund gestempelt. Also wenn ihr das Video zu dieser Kartenanleitung sehen wollt, dann könnt ihr hier oben einfach auf das weiße i klicken. Da verlinke ich euch das jetzt mal. Auch mal eine ganz andere Karte. Okay. Und dann gehen wir schon ans Zusammenbauen von der Karte. Ich nehme jetzt einfach das Saharasand. Mit bisschen Flüssigkleber klebe ich mir das jetzt auf mein flüsterweißes Papier auf. Ich habe diesmal einen kleineren Rahmen als normalerweise. So. Und das Ganze kann ich jetzt hier schon mal auf meine Innenseite von der Karte aufkleben. Und jetzt wird koloriert. Und zwar habe ich mir jetzt hier schon ein paar Aquarellstifte zur Hand genommen. Mit denen werde ich das jetzt machen. Ich habe einmal was Grünes, was Weißes, was Gelbes, was Lilanes, Orange und Rot. Die rote Farbe finde ich sehr, sehr schön. Das ist Cherry Cobbler heißt die Farbe. Und was ich auch mache, ich werde mit den Mischstiften arbeiten. Da blende ich euch die Bestellnummer jetzt mal ein. Die habe ich nicht da. Und da koloriere ich mir einfach alle Blüten aus. Und das mache ich jetzt einfach so. Ich fange jetzt einfach mal mit der großen hier an, aber ich mache natürlich mit den anderen außen auch weiter. Dass ich mir jetzt einfach die Farbe so ein bisschen auftrage, nicht komplett. So ein bisschen von innen nach außen und ein bisschen an den Blatträndern vor allem. Und fülle mir das jetzt zum Beispiel hier jetzt mit Weiß auf. Ich nehme euch mal noch ein bisschen näher hin, dann könnt ihr das noch ein bisschen besser sehen. Weil wenn ich nachher, das werdet ihr gleich sehen, mit den Mischstiften da reingehe, nämlich noch die grüne Farbe, kann ich das super zusammen verbinden. Und man muss es auch nicht perfekt ausmalen. Gut, bei so kleinen Motiven ist es jetzt im Prinzip auch ein bisschen egal, aber man muss es nicht perfekt ausmalen. Das habe ich da auch noch rausgemalt, das wollte ich eigentlich nicht. Sondern man kann sich das jetzt so vermischen. Also ich gehe jetzt hier in das Rote und dann leicht in das Weiße rein. Und vermische mir das so ein bisschen. Und wenn ich dann merke, ich habe jetzt zum Beispiel zu viel rote Farbe an meiner Spitze, nehme ich mir einfach ein Schmierpapier und schmiere mir sozusagen hoppla, die Farbe wieder aus, bis nichts mehr kommt. Und dann kann ich auch von dem Weißen ins Rote gehen. Und so kann ich mir die Farben da ganz toll vermischen. Ich mag das sehr gerne und finde es toll, dass man das zum Beispiel nicht ganz perfekt ausmalen muss. Wenn man jetzt große Flächen hat, dann malt man die nur so leicht an und dann kann man die Ecken schön auskolorieren mit dem Pinselspitze und gut ist. Und wenn man dann in die nächste Farbe geht, so wie jetzt hier ins Grüne, einfach den Pinsel vorher mal auspinseln, diesen Stiftspitze und dann passt das wieder. Dann kann man die für die nächste Farbe benutzen. Und das gleiche mache ich jetzt hier vorne. Da setze ich mir einfach ein paar Punkte auf, ein paar Blüten, mal die so ein bisschen mit lockerer Hand aus. Ihr seht es vielleicht, dass es wirklich nicht perfekt ausgemalt ist, sondern einfach so ein bisschen Farbe drauf gemacht und gut. Und das mache ich eben mit allen möglichen Farben, die mir gefallen. Ihr könnt es natürlich nur mit einer Farbe machen oder mit zwei oder mit mehreren. Ich glaube, es bei dem Lila sieht man es ganz gut. Ich habe es jetzt wirklich nicht gut ausgemalt. Und ich zeige euch jetzt gleich, was dann dabei rauskommt. Und jetzt nehme ich eben hier mein Mischstift und ihr seht, wie schön das verschwimmt und es gibt irgendwie der Farbe noch ein bisschen mehr Leuchtkraft, finde ich. Und ich habe dann noch ein bisschen was auf der Pinselspitze, da kann ich auch die kleinen noch ein bisschen ausmalen. Und wenn ich jetzt ins Rote gehen möchte,
streiche mir den Pinsel einmal aus am Schmierpapier und gehe dann in die nächste Farbe. Genau. Und so einfach könnt ihr mit den Mischstiften kolorieren und den Aquarellstiften und das macht, finde ich, richtig Spaß. Und ich tobe mich da jetzt einfach noch ein bisschen weiter aus. So, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also es ist eine richtig schöne Blumenwiese. Oben schaut die Blüte raus. Ich zoome euch mal ein bisschen raus. Und jetzt dekorieren wir uns unser Etikett hier noch hin. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich das Etikett lieber nach hier hinten mache und dann die Blüte ein bisschen anders stempel oder so oder hier innen rein. Aber ich finde, es kann schon noch ein bisschen was drauf vorne auf die Karte. Mir hat das jetzt in dieser Kombination so ganz gut gefallen. Und was ich hier gemacht habe, ist, dass ich hier in den Hintergrund noch ein bisschen was drauf gemacht habe. Und zwar benutze ich jetzt einmal von den Mohnblütenakzenten. Da gibt es ja so eine ganz tolle Mischung aus ganz vielen Etiketten, zum Beispiel in Schwarz oder diese Blüten, die man ausdrücken kann, einfach hier ganz leicht. Und da gibt es eben auch einmal dieses Papier in dieser Pergamentoptik und auch einmal Aquarellpapier. Also ihr könntet auch Aquarellpapier hier benutzen. Hier sind auch nochmal die Blüten embossed auf Aquarellpapier und die kann man dann kolorieren. Ich nehme jetzt hier einfach diese Pergamentblätter raus, einmal diesen hier und einmal so ein kleineres Blatt, das habe ich mir da schon einmal weggebrochen. Und ich habe es jetzt hier so gemacht, dass ich mir das einfach hier so aufklebe. Ich habe mir jetzt dieses eine Blatt weggeschnitten, weil ich nicht möchte, dass man das sieht, wenn ich jetzt das hier so aufklebe, hat das Etikett ja hier noch diese Öffnungen. Und wenn man da das Blatt halt ranlässt, dann sieht man die. Und so kann man es relativ weit rechts machen und kann es hier schön unten aufkleben. Und aufkleben tue ich mir das Ganze jetzt einfach mit Klebepunkten. Einmal. Und dieses kleine Blatt. Ist jetzt anders schon, aber das macht nichts. Das ist auf meiner Beispielkarte. So klebe ich mir das jetzt einfach auf. Und dann habe ich mir noch, ich habe jetzt das kupferne Garn genommen. Das habe ich mir einfach ein paar Mal um die Finger gewickelt und in den Hintergrund geklebt. Aber ich hätte jetzt hier auch noch eine goldene Variante. So sommerlich vielleicht. Das ist ja schon fast ein bisschen frühlingshaft sommerlich. Ja, also ihr könnt das auch zum Beispiel, wir haben im Sortiment im Moment nur noch Silber und Blütenrosa. Blütenrosa habe ich leider nicht, sonst hätte ich das ausprobiert. Aber ihr könnt euch einfach das silberne Garn nehmen, zum Beispiel, wenn ihr das habt. Das wäre die Bestellnummer. Wickelt euch das einfach so ein paar Mal um die Finger, schneidet es dann ab und klebt es auf den Klebepunkt. Und klebt euch das dann hier so in den Hintergrund. Dann hat man da einfach noch so ein ganz kleines Highlight. Ihr seht jetzt hier den Unterschied in Gold und in Kupfer. Dann nur so ein bisschen vorschimmert. Das muss man nicht machen, aber man kann. Und wenn ihr meine Videos verfolgt, wisst ihr, dass ich das ziemlich gerne mache, weil ich das total schön finde. Ja, genau. Und dann haben wir es schon fast fertig. Ich nehme jetzt noch die Mini-Dimensionals und klebe mir an den unteren Rand, Achtung, wie muss ich es aufkleben? So. Einfach nochmal drei Stück hier unten auf. Ach Gott. Also, bei dieser Karte ist es eigentlich auch wichtig, dass man hinten drauf nichts stempelt. Weil wenn man die aufmacht, dann sieht man ja, dass man da was drauf gestempelt hat, gell? ja, das war jetzt natürlich ein bisschen ungeschickt, dass ich da einfach auf der Rückseite nochmal den Stempelabdruck gemacht habe. Aber wir übersehen das jetzt fürs Video einfach mal. Also, ihr wisst dann Bescheid. Besser wäre es, wenn man das hinten nicht bestempelt, sondern nur vorne. Ich habe jetzt hier ein bisschen Schrift, aber ja, vielleicht fällt mir da noch was ein. Mache ich was drüber. Ein Etikett in weißes. Ich stanze einfach ein weißes Etikett aus und mache mir das da drüber. Mal gucken. Ich habe eine Idee. Ich bügel das jetzt sogar gleich wieder aus. Ich nehme jetzt einfach aus dem Stempelset zum Geburtstag für dich, dieses für dich raus. Das ist nämlich ein kleiner Spruch. Ich stempel mir das auf mein Etikett.
jetzt mit Savanne. Ich lasse es kurz trocknen und klebe es dann hinten auf. Das müsst ihr natürlich nicht machen, weil ihr wisst ja jetzt, dass man vielleicht ja, das Papier nicht ausprobieren sollte. Aber ich klebe es dann hier in den Hintergrund. Es ist nicht perfekt, aber es macht das Ganze wieder wett. Also, okay, nur fürs Video jetzt ganz kurz. Und was ich jetzt hier noch gemacht habe, ist, ich habe hier noch so eine ganz zarte, schöne, durchsichtige Blüte aufgebracht. Das ist nur so ein ganz kleines Highlight, aber das passt perfekt zu den Blättern. Und ja, irgendwie finde ich, hat es da noch super hingepasst. Was ich da verwendet habe, ist aus den Mondblütenzauber. Da habt ihr ganz viele wunderschöne Paletten drinnen und da gibt es eben auch so kleine Blüten in durchsichtig und natürlich auch in rot. Ihr könnt jetzt natürlich auch eine rote nehmen. Ich kann mal eine rote hinhalten, wenn ich eine erwische. Ja, hier ist eine rote. Ach, wir nehmen rot. Das macht sich jetzt auch richtig gut. Ja. Wir machen bitte was anderes für diese Karte und die klebe ich jetzt einfach mit einem Flüssigkleber, mit einem Punktflüssigkleber auf. Der trocknet dann durchsichtig ab. Das knallt natürlich so richtig. Das ist zu knallig. Jetzt, wo es dran klebt, gefällt es mir nicht mehr so gut. Und mache mir jetzt da eben doch eine durchsichtige drauf. Das Rot war mir jetzt doch ein bisschen zu knallig. Ich finde es mir zu durchsichtig richtig schön und gefällt mir richtig gut. Und auf meine misslungene Rückseite kommt jetzt mein Etikett. Das muss ich mir noch ein bisschen einkürzen, sonst sieht man die Spitzen. Naja, also, ihr könnt es besser machen. Ihr wisst es ja. Ich habe da jetzt echt nicht drauf geachtet. Und klebe jetzt hier noch mein für dich auf. So. Das habe ich da auch nur reingebarzelt. Das kann ich aber nachher nur wegradieren. Das ist nur Kleber. Okay. Also Fehler von der Karte ist behoben. Hier steht jetzt für dich. Ist auch ganz cool. Und ja, ich finde die Karte ist wunderschön. Ist mal was anderes. Kann man natürlich auch aufstellen. Und ich mag diese kolorierten Blüten und diese Frische von dieser Karte. Und einfach so, ja, das ist schon so ein bisschen Sommergefühl, wenn es jetzt noch gar nicht nach Sommer ist. Aber ja, ich finde die Karte total schön und ich hoffe, euch gefällt es auch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich sage danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachbasteln, freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss!